Es ist so geil. Ziel bei der Motorentwicklung war ja, nicht diesen Turbo-Kick hast, sondern hier war gewollt, du trittst aufs Gas und hast quasi immer ungefähr ein gleiches Kraftangebot. Ja. Das Witzige ist hier beim B5 S4, der kam ja nur als Handschalter, also 265 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment. Das musst du alles hier mit der Hand bedienen. Und die Turbolader, um darauf zurückzukommen, ist es so, also Audi schreibt vor, wenn einer kaputt ist, musst du beide tauschen. Das ist brutals Understatement, Freunde. Allein so die Lenkerpaarung hier, das sind 300 Euro. Ich denke jetzt an so einen Punkt, wo... Ja. Jetzt so langsam. Jetzt was müsste man eigentlich investieren, ne? Das ist schon echt zeitig, weißt du das? 6 Zylinder. Oh, 2 Turbolader. Heute haben wir mal wieder 4 Ringe für ein Halleluja. Und zwar, schaut mal hinter mir, nicht dieser wunderschöne Mann, sondern dieses Fahrzeug. Und zwar voll geil, ein Auto, worauf ich mich echt schon lange gefreut habe. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch. Ein Knall-Pampers-Bomber mit ordentlich Bums unter der Motorhaube. Ein Audi S4 B5 Avant mit einfach eiskalten 2,7 Liter V6 Speed-Turbo. Und man sieht es ihm einfach nicht an. Silber ist jetzt vielleicht nicht 100% jedermanns Sache, ist halt eine Alltagsfarbe. Sieht brutal stimmig aus, vor allem mit den Avus-Felgen. Ne? Das ist, guck mal hier aus der Perspektive, Freunde. Ich finde es richtig hammermäßig. Ich bin ja auch ganz ehrlich, so viele schwören ja hier auf den B5 als Limousine. Ja. Philipp Kess, ne? Aber ja. Ich bin ja ein riesen Kombi-Fan und ich liebe einfach so, wie der Wagen aussieht. Ich würde keine Limo nehmen wollen. Ich finde den so, wie er da steht, ja. Guck mal hier. Das ist brutals Understatement, Freunde. Guck mal, das sieht von hinten nach nix aus. Was ich noch ganz geil finde, aber den kriegst du wahrscheinlich überhaupt nicht, wäre der blaue, dieses Nogaro-Blau. Als ja, Kombi, ja. Oh, herrlich, du. Sollen wir mal so ein bisschen ins Detail gehen, und zwar, wie günstig kann man denn eigentlich S4 fahren? Einfach mal die Sachen angucken, worauf man achten muss bei einem Gebrauchtwagen-Check. Schwachstellen vor allem und vor allem die Kosten, die dazu kommen, wenn man sich so ein Auto kaufen will. Zum Beispiel der hier ist ein Auto aus 2000, ne? Genau, ist Facelift. Man sieht es ganz schön hier an der durchgehende Scheinwerfer mit Blinkereinheit. Beim Vor-Facelift habe ich ja hier quasi ein separates. Stimmt, richtig. Ich kann mir das schwer vorstellen, weil wenn ich an ein S-Modell denke von Audi, ui, das geht, kann in die Kosten gehen. Ich glaube, wenn wir Kosten, wenn wir uns damit befassen wollen, dann sollten wir mal die Motorhaube aufmachen, weil ich glaube, dass das ist der größte Brocken, wenn irgendwas ist. Okay. Damals, ne? Schauen wir mal, Freunde, einmal hier schön V6 Speed Turbo. Unfassbar verbaut und da geht's schon los. Ihr müsst gucken, wenn ihr so einen kauft, dass der Servicezustand einfach gut ist. Das heißt, es ist regelmäßig einfach ein Ölwechsel. Ganz wichtig, es ist ein Speed Turbo. Ja, also ihr habt 2 Turbolader. Ja. Die mögen es halt gar nicht, wenn man dieses heutige Longlife-Geraffel da fährt. Regelmäßiger Ölwechsel, einfach, man muss einfach kurz das Auto ein bisschen Liebe abbekommen hat, weil sonst irgendwann zahlt man die Liebe sonst. Definitiv. Überhaupt keinen Platz. Das Geile daran ist, das Auto konntest du nicht mit Standheizung bestellen, weil es gibt keinen Platz. Also ich habe ja beide Seiten sind ja voll mit Kühler. Ja. Wo soll die Standheizung hin? Selbst im A6, wo es den Motor ja auch gab, kein Platz, sagt Audi, du kriegst keine Standheizung bei dieser Motorvariante. Okay, krass. Und das zeigt, finde ich, schon, wie verbaut die ganze Thematik ist. Was mich aber überrascht, wenn ich so den Motorraum mal angucke, Alex, das ist ja alles extrem sauber, ne? Also da ist nichts irgendwie dreckig oder sogar, ich finde hier die Plakette, sieht ja 1A aus, 21 Jahre alt. Ja. Gut, das ist, glaube ich, eine Länderfrage. Das Auto ist ja aus der Schweiz und die haben ja MFK, also diese Motorfahrzeugkontrolle. Und bei denen ist es halt so, dass die Motorräume sauber sein müssen für die TÜV-Prüfung. Okay. Ja. Krass. Die pflegen das halt dann auch, auch deutlich besser. Ja. Alle Schellen und sowas, da ist nichts, was irgendwo dreckig ist. Aber guck mal hier rein, du willst jetzt hier eine Lampe tauschen. Vergiss es, Zahnriemen oder sowas, ne? Wird jetzt ja an dem noch gemacht dann. Ja. Gut, es ist auch nichts anderes wie bei einem anderen Audi. Ich muss halt in Servicestellung gehen, das heißt Front weg, Scheinwerfer raus und dann klappe ich quasi dieses Kunststoffteil ein Stück nach vorne und dann habe ich paar Zentimeter mehr Luft. Das kostet, oder? Wenn du die ganze Front rausmachen musst, das ist schon... Geht. Okay. Aber wenn die Turbolader was ist, die hocken nämlich, man sieht es nicht, die hocken quasi hier, also einer hockt hier, hier hinten und einer hier hinten, gehen dann direkt in den Abgasstrang rein. Ja, also da, wenn was ist, gibt es meistens nur eine Option, einmal Motor raus. Das ja, viel Spaß. Okay, ja, dann ist... Aber es ist halt so, wie viel Kilometer hat der jetzt? Was hat er jetzt? 180 drauf? 180. Ja. Ab wann schätzt du, dass die Turbos kommen? Weil, ja, das sind noch relativ.
Das sind ja relativ kleine Turbolader. Man denkt ja beim B-Turbo oft immer, ich habe einen riesen Lader. Das ist gar nicht der Fall. Ziel bei der Motorentwicklung war ja, dass du einen, ja, wie soll ich sagen, einen, nicht diesen Turbo-Kick hast, sondern hier war gewollt, du trittst aufs Gas und hast quasi von 2000 Drehungen bis 5.000, 6.000 Drehungen immer ungefähr ein gleiches Kraftangebot. Mhm, ja. Anders wie hier, ja. Du jetzt hier mal rein. Genau, das ist genau das Gegenteil, ne? Hier, ja, der Kollege. Ich habe jetzt keine kleinen Hände und guckt euch mal diese Druckdose an. Das ist auch das super, dass du es angesprochen hast, weil ich vergleiche das gerade mit meinem 335D, der als Registerturbo einen kleinen und einen großen Turbolader hat. Der hat genau diese Keule, die einfach die so puff weghaut. Fährt sich halt anders. Es fährt sich halt, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, sehr seidiger, sehr linear halt auch. Linear, ne? Einfach extrem kraftvoll. Genau. So aufgeregt. Und halt. Trotzdem. Kein Turbolag. Also Ansprechverhalten von den Motoren ist brutal. Das werden wir gleich noch bei der Fahrt checken. Genau. Auch noch ganz interessant zu wissen vielleicht ist, dass das Auto schon über Schmiedekolbe verfügt. Das hat schon so leichte Renngene, ja. Und ein relativ hohes Verdichtungsverhältnis für einen Turbomotor. Okay. Und deswegen fühlt sich das Ganze halt auch so, ja, so kraftvoll an. Das Witzige ist hier, Freunde, beim B5 S4, der kam ja nur als Handschalter. Also keine Automatik, keine Tiptronic oder so, reiner Handschalter. So krass, 265 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment. Das musst du alles hier mit der Hand bedienen. Ja, ist das ist schon stark. Das ist aber auch geiler. Wenn du da noch den alten Wandler drin hättest. Ich glaube, da würden so viele PS schon im Wandler draufgehen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Nee, ne? Aber Handschaltung ist ja immer so eine Sache, Kupplung. Ja, das ist tatsächlich, das Auto hat sogar schon eine SAC-Kupplung, also eine selbst nachstellende Kupplung. Stellt sich halt selber nach. Ja. Damit kriegt man die Pedalkraft ein bisschen runter, weil 400 Newtonmeter müssen halt übertragen werden und es soll halt auch eine Hausfrau bedienen können. Dankeschön, das hast du vorhin auch so schön gesagt. Genau, genau. Das ist einfach, da musst du so viel Kraft anwenden, dass du einfach nicht durchkommst. Ja. Ne? Und Mademoiselles wollen natürlich auch mal ein bisschen S4 fahren und dann willst du halt nicht so einen Oberschenkel. Nur dann hat man beim wenn man einen anguckt, halt immer das Problem bei den SHC-Kupplungen. Du merkst nicht, ob die Kupplung Verschlisse ist. Also ab einem gewissen Grad schon. Mhm. Aber wenn sie noch bei 80% oder bei 20% Restprofil ist, die Kupplung, merkst du nicht. Weil die Kupplung, sie stellt sich immer selber nach. Ich habe immer den gleichen Druckpunkt. Es fühlt sich immer gleich an. Und dann kommt es. Und dann ist halt schlagartig, ist dann irgendwann Ende. Dann reißt du irgendwann das Drehmoment ab und dann brennt die ab. Was kostet so eine Kupplung? Ich glaube, jetzt sind die so heftig teuer, dass ich kann mir vorstellen, dass du auch mit 1200, 1300 Euro mit Einbau wahrscheinlich fertig bist. Geschätzt. Okay. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Das geht ja noch. Interessanter ist, weil man vorher noch mit dem Turbolader hatte, ist, das sind ja wassergekühlte Turbolader. Mhm. Auch aus thermischer Sicht halt eben, weil dahinter drunter, das ist ja ein... Das ist ja eine Hitze, ja. Das ist ja auch das, sorry, dass ich jetzt kurz mal so reingrätsche, wenn du so ein paar Meter gefahren bist, das ist schon, das ist so ein Generator, der an Hitze da... Der mal den Motorraum ein. Da ist nix. Das ist, ja. Und die Turbolader, um darauf zurückzukommen, ist es so, also Audi schreibt vor, wenn einer kaputt ist, musst du beide tauschen. Weil die Toleranz vom Motorsteuergerät kann das nicht ausgleichen. Also quasi... Okay. Alt gegen neu. Deswegen sagt Audi, wenn du einen einwandfreien Motorlauf haben willst, beide Lader neu rein. Das kostet? Ich weiß nicht, was einer kostet, aber ich schätze mal, da wirst du auch 3000 Euro wirst du gut brauchen. Okay. Freunde, dann würde ich mal sagen, dann machen wir noch mal so einen kleinen Rundrumgang, weil ich will noch ganz kurz wissen, Bremse hier, wir haben ja jetzt so eine Performance-Bremse drauf, sprich gelocht und im Vergleich zum normalen noch ein bisschen größer. Bremse einmal rundherum, was wird das kosten circa? Also sind 320er Bremse, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Man denkt dann immer S4, mega, mega teuer. Mhm. Also ich habe den Tiguan letztes Jahr gehabt, da waren die Bremsen teurer. Also echt? Hier kostet eine Achse 400 Euro Markenbremse. Ja. Ich kann euch auch eine China-Bremse draufnageln für 250 Euro, ja. War der YouTube-Preis. Das müssen wir nicht vor der Kamera. Ja, aber es ist echt, das ist echt bezahlbar und auch hinten, das ist Standard aller Welt VHG-Bremse. Mhm. Das ist nichts Weltbewegendes, das kannst du vorne nämlich auch normale Bremse drauf machen, also brauchst keine gelochten. Okay, sind halt aber das brauchst du schon bei 1,6 Tonnen, wenn du den schnell bewegst, da ist sogar die gelochte. Die Bremse sind derzeit noch mal die beste gewesen. Die Frage jetzt für mich, Alex, womit muss man ungefähr rechnen? Wie viel muss man zahlen, so um den Dreh, damit man was Gescheites bekommt? Weil, gut, die Farbe macht hier tatsächlich die Musik auch noch. Und die Innenausstattung. Und ist es ein Kombi, ist es ein Limo? Ganz wichtig. Limos sind teurer. What? Echt? Ja. Weil seltener? Ja, weil sie einfach beliebter sind. Weil B5 Limo ist halt die schönste Limousine der Welt. Als Facelift. Definitiv.
Okay, ja, da denken wahrscheinlich viele drüber, im Internet ich ehrlich gesagt nicht so. Also bei der Audi-Leute ist das glaube ich so. Aber schreibt es gerne in die Kommentare. Nee, also ich sag mal so 15 sollte man vielleicht schon ausgeben und es geht dann hoch bis 20, 25, je nachdem, ob ich eine Recaro-Ausstattung möchte oder eine, dann Carbon im Innenraum. Wie viele Kilometer hat das Fahrzeug, wie viele Vorbesitzer? Ja. Ist der jetzt so an dem Punkt angekommen, wo er auch preistechnisch wieder hochgeht oder ist er immer noch so leicht am Fallen? Ja, also ich denke, die Preise gehen hoch, weil wir können mal nach rechts schwenken. Ja, genau. Der Vorgängermotor von dem ist ja quasi der 5-Zylinder-Turbo. Oh, yes. Und dieses Fahrzeug mit der Motorkombination kriegst du ganz, ganz schwierig, kriegst keine Teile mehr. Es ist einfach, das ist dann schon wieder over the top vom Preis. Ja. Genau. Der Nachfolger, V6 Turbo, ist denke ich jetzt an so einem Punkt, wo... Ja. Jetzt so langsam. Jetzt müsste man eigentlich investieren, ne? Ja, genau. Aber Freunde, ich will mal sagen, wir gehen jetzt mal langsam in den Innenraum, weil da geht's highlight-technisch weiter. Und zwar, wir haben jetzt im Grunde genommen bei diesem S4 fast volle Hütte. Ne? Also da geht nicht viel mehr. Ich sehe einmal die Sitze, Recaro Ledersitze, zack, Schiebedach, Bose Soundsystem, Sitzheizung. Stimmt, Carbon, das sieht schon verdammt geil aus. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn du den mal so ein bisschen umsiehst, es sieht nicht so brutal alt aus, wie ich finde. Ich wollte gerade fragen, findest du, wenn du dir reinhockst, dass das Auto sich alt anfühlt? Null. Ich finde auch, das ist echt erstaunlich. So die Materialien, ne? Zu der Zeit war ja diese ganze Softlack-Probleme, das ist nicht schlecht. Auch was ich immer so schön finde bei Audi, guck mal, rein das Geräusch ist schön. Die Haptik, auch vom Türeschließ, ja, so, stimmt. Dieses... Das hast du beim meisten, also ich hatte jetzt ja vor kurzem den Honda Civic Type R da. Das kannst du nicht vergleichen, da scheppert es, wenn du die Tür zumachst. Das hast du hier null. Vor allem auch, wenn ich mich mal so reinsetze. Hier ist das, was ich angesprochen habe, der Handschalter. Hier, Quattro Gecko auch noch, sehr geil. Wenn man nur vergleicht, den 991 Porsche, das vom Geräusch her, von der Haptik sind die einfach nicht weit weg, ne? Wenn ich überlege, was wir letztens geguckt haben. Wenn ich das jetzt vergleiche so, vom was du geldmäßig hier kriegst, weißt du, da ist fast der Audi die bessere Wahl wie ein Porsche. So, eine Sache ist mir da noch aufgefallen. Alex, ist immer, wenn du mal so den Wagen mal anschaust, ne? Es ist zwar ein S4 und ein Avant, aber im Vergleich zu heutigen Autos ist er so viel kleiner, ne? Also das ist so, keine Ahnung. Relativ kompakt, ja. Nicht so pompös, nicht so brrr. Hier, wenn du so einen aktuellen S4 hast, dann ist es alles so fett und groß. Aber das spiegelt sich dann auch wieder im Platzangebot. Also ich guck mal ganz kurz durch hier, Heck, einmal schön den Kofferraum aufmachen. Also das ist in Ordnung, ja, aber es ist jetzt nicht so ultra viel Platz hier im Kofferraum. Aber Gary, du weißt doch, schöne Kombis heiß Avant. Ja, schon. wenn schon, denn schon. Aber hock dich mal rein, das siehst du auch hinten ist... Also ja, das ist echt erstaunlich. Brutal. Also, ich bin 1,89 Meter oder 1,90 Meter jetzt. Ja, und der Sitz ist auf mich eingestellt, Freunde. Ich bin jetzt mit 1,80 nicht der Größte. Also ich kann hier hinten kann ich fast nicht hocken. Ja, guck mal. Also ich kann, so könnte ich jetzt reisen, ja. Aber ich kann... Also, guck mal, die Beine. Das ist, also, zwei von dir können nicht hintereinander sitzen. Nee, also Beine geht noch, aber Kopf finde ich echt erstaunlich. Also ich... Du kommst ja schon an, ey. Das ist ja brutal. Ist so, Freunde, jetzt geht's ab auf die Straße mit dem S4. Das ist schon echt seidig, weißt du das? 6-Zylinder. Oh ja. Oh, 2 geil. Turbo. Ja. Geiles Gefühl, du. Und dann Handschalter noch dazu. Ich versuche das mal so ein bisschen in Referenz zu ziehen zu meinem 335D. Ja. Der ist knappe 6-7 Jahre jünger. Ob da der Sprung so groß ist oder nicht. Was mir sofort auffällt ist, Kupplung kommt extremst spät. Der ist vielleicht nicht ohne zu fahren jetzt hier. So den Handschalter merke ich jetzt schon. Ja, das ist kein Seat Ibiza, wo du dich reinsetzt und dann einfach fährst. Und nee, das muss man ein bisschen Haus haben, sonst gibt es einen sehr unangenehmen Schlag. Das ist das auch, genau das wollte ich dich fragen. Ich dachte erst, oh, ich kann jetzt nicht mehr Auto fahren. Aber du lässt die Kupplung kommen, vor allem in den unteren Gängen. Und auf einmal dunk. Na, du musst einen gewissen Drehzahlpunkt erwischen. Mhm. Wenn du da drunter kommst, dann ist quasi die nächste Übersetzung so komisch von der, ja, wie willst du das beschreiben? Die Drehzahl, was dann quasi ins Auto rein... Ja. Ach, das war jetzt schlecht. Aber ich glaube, die Leute wissen, worauf du hinaus willst. Weil es ist echt ganz komisch, weil du denkst erst, du kannst nicht mehr Auto fahren. Ja, beim TDI merkt man das noch viel mehr mit dem Drehmoment. Okay. Da muss man den Moment echt abpassen. Mhm. Sonst fährt sich das so komisch am Anfang.
weil ich merke das jetzt achte ich wirklich drauf, aber wenn du so dich mal reinsetzt, ne, denkst an was anderes, passt nicht auf und dann macht er die Puff bei jedem, Gang. Wenn du untertourig fährst, wenn du obertourig fährst, wenn du schön so 3000, dann passiert es eher nicht. Genau. A6 3 Liter TDI ist das beste Beispiel. Okay. Wenn du da einen Handschalter hast, das ist das allergleiche jetzt, Problem. Jetzt habe ich glaube ich, ja, da ist er. Ja. Genau, das ist er. Das rumpelt dann kurz so rein, aber... Mhm. Aber ich finde es krass, dass du einfach, du hast schon ziemlich viel Leistung, das Ganze nur mit dem Handschalter. Das ist irgendwo schon sehr buddhistisch. Also. Mhm. Ich habe mich selber dabei erwischt, muss ich ehrlich zugeben, so in den Kurven habe ich das genossen mit dem Handschalter. Mhm. Aber so auf der langen Strecke. Ja, das ist halt mehr so ein Daily Cruise auf 15 Kilometer am Tag. Aber so jetzt zum Verreisen, weiß ich nicht. Dafür ist der Verbrauch auch ein bisschen zu hoch. Also das ist echt im Moment das Einzige, was mich so ein bisschen von dem Auto abhält, weil ansonsten liebe ich es unendlich. Der Verbrauch ist halt schon brutal. Wobei utopisch ist es auch nicht, finde ich jetzt. Man muss ja sehen, wir fahren hier fast 3 Liter 6-Zylinder Benziner. Wenn du normal fährst, bist du 11, 12 Liter. Werksangabe ist glaube ich 11,4 Liter oder so. Ja. Ich bin knapp drunter gewesen, aber da fährst du wirklich piano. Aber wenn du so normal fährst, bist du halt schon bei 14, 15 Liter. Ja, ja. Kraft kommt von Kraftstoff. Du merkst es dann schon, wenn du auf der Autobahn 150 fährst. Da zieht er dann schon gerne. Also ein Langstreckefahrzeug ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber eigentlich schon. Ja, bequem ist unfassbar bequem. Mhm. Also du hockst ja echt in einem A4 drin mit einer fetten Wange und so. Das ist geil. Das ist schon echt die Ledersitze vor allem. Was ich echt erstaunlich finde, es ist extrem leise hier drin, so gesehen. Ja. Bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten. Bei hohen Geschwindigkeiten, dann ist es schon was anderes. Mhm. Aber so ist es echt entspannt. Alex, so, jetzt gehen wir mal ein paar Gänge runter. Das ist das, was ich meine. Die Kraft, die hört jetzt ja nicht mehr auf. Es ist so linear, das ist so geil. Brutal und relativ wenig Drehzahl. Halbgas war das nur. Und der schiebt echt super stark. Also das Fahrgefühl von dem Motor ist echt genial. Schiebt, ne? Guck mal, 180. Facelift als Kombi ist ein 5,9 Sekunden auf 100. Tacho bist du Top Speed so bei knapp 260, also ich glaube bei 250 ist er abgeregelt. Aber das kannst du auch fahren, ne? Durch den Allrad hast du irgendwie immer die Sicherheit. Mhm. Dass er einfach, ja, ist halt sehr spurtreu. Ich bin ja mal so abends die 250 gefahren. Ja. Fühlt sich halt null alt an, finde ich. Auch vom Feedback her, was das Fahrwerk und die Lenkung dir zurückgibt. Doch, auf jeden Fall. Fahrwerk ist genial. Also der tut ja gar nicht wanken. Achtung, ja, ein bisschen schon. Aber was ich geil finde, du hast über die Lenkung ein schönes Gefühl. Das Einzige, wo du merkst, dass er alt ist, ist einfach, dass du viel machen musst. Du hast halt keine progressive Lenkung, wo du quasi Zahnstangenverschiebung hast. Genau. Das ist halt einfach nur ein Ritzel und eine Zahnstange links, rechts, fertig. Eben. Und das merkst du dann schon. Aber ich finde auch, jetzt, wenn ich das vergleiche mit dem E92, der fühlt sich so leichtfüßig an. Das denkt man sich gar nicht. 1,6 Tonnen wiegt der hier auch. Also wenn du mal so mit etwas höheren Geschwindigkeiten durch längere Kurven durchcruist, das macht richtig Laune. Weil der so, der zieht der Spur so nach. Genau. Also da wo du hin willst, fährt er hin. Ich finde, das ist bei dem 3530, der macht halt schon immer noch ein bisschen das, was er will. So. Ja. Du musst ihn schon so sagen, Kumpel, jetzt rechts fahren. Nein, du fährst jetzt rechts. Genau. Guck hier. Ja, perfekt, genau. Das sind genau die Kurve für das Auto. Aber wenn du jetzt mal rechts fährst, da kommt jetzt eine schlechte Straße, da lässt sich meistens immer relativ gut erkennen, wie händelbar so ein Fahrzeug ist. Also da kann man sagen, was man will, das zieht, guck mal. Es ist so geil. Das ist nicht so ein kurzer Schlag und dann hört es wieder auf, sondern das ist so konstant, dauerhaft, volle Pulle irgendwie so. Das ist genial. Oh, das muss ich jetzt nochmal machen. Warte mal, machen wir hier aus dem zweiten Gang raus, okay? Und halt auch null Schlupf, ne? Ja, das ist wie auf der Straße klebt er. Und jetzt guck dir mal die Straße an. Ja. Die Straßenverhältnisse. 100. Also, wo ich den gefahren bin, da habe ich mir gedacht, heiliger Gott, ey, ist das krank zu fahren? Ey. Ja, weißt du was? Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, da
das wäre so ein geiles Projektauto für uns auf dem Kanal. Also, das heißt quasi, du forderst deine Zuschauer auf, eine Petition zu starten. Ja, Gerrit will S4 fahren. Aber nicht mit den Verbrauchskosten. Ich bin jetzt so verwöhnt mit dem E92. Ja. So. Könnt ihr mal unten in die Kommentare runterschreiben. Sollen wir das vielleicht mal als nächstes Projektauto vielleicht angreifen? Ja oder nein? Ja, definitiv, definitiv. Hätte so Bock an so einem Auto, wenn du sowas hättest, dann mal irgendwie, weißt du, Motorrad hast, dann machen wir dir mal eine Turbolader, vielleicht ein bisschen größere noch und dann hättest du irgendwann mal so 350 PS oder 400 aufwärts. So viel willst du fahren? Ja, ich glaube, für dich wäre das optimal. Ja, dann weißt du, wo ich dann mit dem Verbrauch bin. Und dann fahren wir aufs Nordsteig. Kaum, das war eigentlich ganz geil, ohne Witz. Ja. Ich würde ihn gerne, ich würde ihn so auch dezent halten. Ja, ja. Alles hier schön machen, ne? Leder aufbereiten lassen, Interieur aufbereiten lassen und dann schön mit 350 PS. Ja. Fahrwerk rein, Stahlflexleitungen rein und vor allem, ein Punkt, den ich total vergessen habe. Bremse bei dem Teil, Freunde, ist echt, also da muss Hand angelegt werden. Wenn ihr euch so einen Wagen kaufen wollt und ein bisschen mehr in Richtung Performance gehen wollt, dann müsst ihr unbedingt eine stärkere Bremse mit einbauen, weil das ist halt, da merkst du, dass der Wagen 20 Jahre alt ist. Gut, dann müssten wir vielleicht mal die ATE Keramik probieren. Oder halt generell einfach mal so Powerdisc, ja, wo halt wirklich ein bisschen mehr, ja, ein bisschen einen höheren Reibwert haben, dass man einfach, ja, die Bremse ein bisschen, bisschen optimiert. So, Freunde, Zeit für die Hebebühne. Jetzt haben wir den Kollegen mal oben in der Luft und dann gucken wir uns mal von unten an. Genau. So, Alex, auch hier wieder, was sind so typische Sachen, wo man drauf achten muss, wenn man den Wagen mal Probe fährt und mal checkt von unten? Wenn man von unten checkt, muss man sich halt immer bewusst sein, wir reden hier von einem Auto, wo 21 Jahre alt ist, 180.000 Laufen hat. Man muss es ein bisschen realistisch einschätzen, aber man sieht anhand schon, gerade auch hier, Bremssättel sind schon mal neu gemacht worden. Man sieht jetzt, ja, hier, Fahrwerk ist schon mal was gemacht worden. Ja. Ich glaube sogar, das ist die Kombination, die ich auch habe, ne? Bildsteindämpfer mit Eibach-Federn. Ja, und das hat sich halt perfekt, weil ein Bildsteindämpfer ist halt so das Nonplusultra im, okay, Aftersale. Ja, genau, und das meine ich halt, also allein von solchen Sachen, auch, man sieht hier, da ist auch mal ein Unterbodenschutz drauf, kann man einfach ein bisschen Salz vor, Vorsorge, Handbremsseile, Bremsleitungen kann man angucken. Das sieht aber auch echt gut aus, ne? Ich habe jetzt mal hier rüber geguckt, ich vergleiche das auch wieder mit meinem. 21 Jahre alt, Bremsleitungen sehen auch richtig gut aus, gell? Die sind echt top, ja. Für das, dass die so im Freien hängen, gell, aber halt wirklich so in der Brühe stehen, das ist echt okay. Wie sieht's aus? Diff? Diff ist wahrscheinlich so eine Sache, ne? Wenn das drift wahrscheinlich gerne mit der Laufleistung. Ja, fängt an zu schwitzen. Was viele Leute halt auch leider vergessen, ist, dass man auch hier mal einen Ölwechsel machen sollte. Mhm. Hersteller sagt zwar immer, das ist Long Life, aber sind wir mal ehrlich, überall wo Mechanik im Spiel ist, hat man Verschleiß, hat man Abrieb. Hier mal ein Ölwechsel kostet nicht die Welt. Das sieht von unten echt tippitoppi aus, vor allem wenn wir jetzt hier mal zur Vorderachse gehen. Da hat der Kollege noch mal ein bisschen Liebe reingesteckt, ne? Das ist hier, ja, das sieht frisch aus. Genau, das muss man einfach auch immer sehen, wenn man ein Auto kauft. Allein so die Lenkerpaarung hier, das sind 300 Euro. Ja. Bei zwei Seiten mit Einbauen und allem, kostet auch ein bisschen was. Bremssättel sind in einem sehr ordentlichen Zustand, vermutlich auch schon mal neu gemacht. Guck mal, hier alles frisch. Wenn du hier hinten reinguckst, ja, den Halter von der Bremsbeläge selber auch neu und dann sogar original Audi verwendet. An sowas sieht man meistens immer schnell. Musst aber auch machen, weil ich meine, mit 21 Jahren hier die Original-Querlenker noch drin zu haben, das Gummi wird ja irgendwann einfach spröde. Die Kugler kriegen halt Luft und dann fährt sich das Auto sehr indirekt. Und jetzt, ich denke, wenn man es so sieht, erklärt sich auch, warum das Auto so direkt fährt. Ja. Das ist schon halt sehr stark. Alles da, wo es hingehört, ja, und positionsstabil. Das ist schon sehr schön. Also auch hier, ich glaube, Antriebswelle ist auch nicht so alt, ne? Könnte es tatsächlich noch die erste sein? Glaubst du? Ja. Sieht, also ja, hier sieht es nicht so gut aus. Ja, stimmt. Ja, sieht jetzt vom Alter entsprechend aus. Denkt, das passt aber noch. Hier vorne sind die Dämpfer aber noch die Dieses Essler. Okay. Genau. Ja, ja, Essler, genau. Dämpfer rot. Aber die Eibach-Federn drin. Genau. Irgendwie sowas. Ne? Aber der sieht von unten wirklich frisch aus. Ne? Ich bin echt erstaunt. Schöne Sache. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier. Ja, doch, wir können hier an die Turbolader hingucken sogar. Ja, ja, das sieht man jetzt als. Man sieht jetzt hier den Rücklauf vom Öl und die Druckleitung quasi. Ja. Und jetzt sieht man mal, was ich vorher meinte, wenn man da was dran machen muss, da braucht man schon sehr kleine Hände. Ja, ne? Wenn der Wagen jetzt für das Geld, knapp 15.000 Euro, in diesem Zustand 150.000 Kilometer hätte und nur
10 Liter verbrauchen würde, dann würde ich sofort unterschreiben. Okay, wir müssen mal suchen. Aber da muss ich ja fasten. Willst du nicht lieber eine Limo? Nein, Kombi, es muss ein Kombi sein. So für dich als Projektor oder war das irgendwie gibt? Ja, aber Limo, das ist halt, der Philipp hat das schon komplett ausgelutscht, das Thema. Es muss dann, und ich bin ja so ein Kombi-Fan, es muss einfach ein Kombi sein. Ich finde den auch extrem geil, klar. Also stell dir mal vor, wir fahren mit dem Auto auf die Nordschleife. Getuned, das denkt keiner, der sieht nach nichts aus. Ja. Und dann fährst du wahrscheinlich auch Rundenzeiten. Also vom Ding her könnte ich mir das echt vorstellen, dass der von der Performance her gar nicht so schlecht ist. Niemals. Und dann auch noch Spaßfaktor mit dem Handschaltgetriebe. Ja. Ich glaube, das ist schon eine Geheimwaffe, ne? Aber um das ganze Video mal einfach mal abzurunden, geiles Fahrzeug. Für mich mittlerweile auch total Kult. Meine Frau hat zwar gesagt, als wir mit dem Wagen rumgefahren sind, boah, der ist schon so alt, finde ich überhaupt nicht. Also ja, das ist für manche ist es unerklärbar, was habt ihr mit den alten Kisten? Ja, aber das ist geil, 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 geil. So, jetzt muss ich leider die Frage stellen, Freunde, schreibt mal unten in die Kommentare, sollen wir das Auto vielleicht doch noch als Projektauto nehmen, ja oder nein? Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das wieder draußen gefallen. Alex, wie immer, vielen lieben Dank. Falls ihr genau dieses Auto mal angucken wollt, ne, dann hier, Fahrzeugtechnik Gagstatter in Schrotzberg angucken. Da steht er bereit zum Fahren. Und ich muss echt sagen, für das Geld... Zustand ist schon. Passt schon. Ist nicht verkehrt, sagen wir mal so. Aber leider knickt mich der Verbrauch. Leider, leider, leider. So, dann einmal noch das sahnige, sechsdrittige. Das war nicht Vollgas, ja, ich will ihn ja nicht so treten. Das ist ja auch das, was mir bei dem Wagen gut gefällt. Er ist nicht so, er fordert nicht die ganze Zeit. Nee, das ist, habe ich am Anfang vom Video schon gesagt, der ist relativ entspannt. Mhm. Der gibt die Leistung so entspannt an dich ab. Einfach, genau. Und wenn es mal drauf ankommt, dann schiebt er.